Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ich bin leider etwas erkältet, aber wir sind jetzt wieder zurück und ich habe vergessen, was wir machen wollten. Was wollten wir machen? Ich glaube, wollten wir zurück? Sonst laufe ich jetzt erstmal 3 Stunden durch die Gegend, habe keine Ahnung, was ich machen will. Und ich habe die Steuerung vergessen. Scheiße. Na egal. Ja. Meine Katze hält mich eh gerade für verrückt, also was soll ich machen? Gabumon ist sicher zurückgekehrt, aber ich habe nicht offiziell von ihm gehört bis jetzt. Ich werde dich wissen lassen, bla bla bla, wenn irgendwas ist, bla bla bla, bitte geh zurück in die Digifarm. Danke, danke, bla bla, okay. Hui. Okay, ich glaube, ich habe jetzt die Tasten wiedergefunden. Ja, was soll ich sagen? Meine Katze hält mich verrückt, weil heute kam ein Brief und Schwarznebel, ich hasse dich dafür. Ich musste dich, wir haben mir gestern gerade eben voll abgelacht, aber egal. An, willkommen zurück. Hallo, ich bin zurück. Nein! Ich habe, es ist besser, wenn meine Digimon stärker werden. Digibeis leuchtet! Oh, ein Anruf von Azulamon. Als wäre ich nicht gerade da gewesen. Gut gemacht. Du hast Gabumon gut gesucht oder so ein Quatsch. Danke sehr. Ich denke, es ist an der Zeit, für dich zum Bronze-Thema ernannt zu werden. Was soll ich dafür tun? Um ein Bronze-Thema zu werden, müssen die Digimon dich als ein nobles Thema ansehen oder akzeptieren. Ein nobler Thema? Ich weiß jetzt nicht, was nobel heißt, ich übersetze es jetzt einfach so. ja, aber das ist alles, was ich dir sagen kann. Bitte denke und handle nur wie du selbst. Ich bin sicher, dass du es schaffst, ich glaube an dich. Ein nobler Thema? Was muss ich denn dafür tun? An, ist da etwas, was dich beschäftigt? Nun, wie kann ich ein nobler Thema werden? Lass mich dich etwas Wichtiges erzählen. Ja, tolles Deutsch, ne? Was weißt du denn? Einige Digimon, die jetzt stärker werden, haben eine Bitte an dich. So, frag sie, was du für sie tun kannst und versuche zu erfüllen, um was sie dich bitten. Okay, verstanden. Ich suche schon die ganze Zeit nach einem leckeren Digi-Cake, also Digi-Korte, seit ich unterwegs bin und ich habe eine gefunden, aber sie müsste im Training sein. Du möchtest, dass ich dir einen Digi-Cake hole? Ja, danke. Bla bla bla. Ich gebe dir die Adresse vom Training Peak in der Digivice. Okay. Verstanden. Ich bin schon unterwegs. Ja, nun gehen wir. Jetzt kommt mein Lieblingsteil, diesen Kuchen holen. Nicht der Kuchen, sondern die Story da. Juhu. Seit wir Bronze-Thema sind, können wir dann Digimon entwickeln. Bla bla bla. Juhu! Ui, ein Kampf. Nein, das ist ja nichts Neues. Also, den haben wir jetzt. Ein Tokumon! Ja! Das Schlimmste ist, Tokumon ist ziemlich schnell. Kann also vor allen anderen angreifen. Aber da wir eh keine großen Kämpfe haben werden. Angriff! Auf wie mit Gebrüll! Seifenblase, Seifenblase! Schon fast tot. Das war Swim. Swim macht weniger Schaden als Suno. Also Ed, so, ne? Weg, du. Was ist das? Das ist eine Kugel mit Ohren. Da finde ich jetzt keinen schönen Begriff wie Kaugummi und Flummi und das ist ein Pokémon. Juhu, noch ein Kampf. Wieder ein Pokémon? Ja, Mann, bin ich gut. Und noch eins oder ist es ein Patamon? Nein, noch eins.
Oh mein Gott, ich bin so überfordert mit den Kämpfen. Boah, es hat Schwimm angegriffen. Und nun greift es schon wieder Swim an. Wow, ich bin am Zug. Swimmer, setz Seifenblase ein. Ich hab keine Lust davon, die englische Aussprache zu benutzen. Hui. Kannst nicht einfach gepflegt sterben gehen. So, den auch noch töten. Wie man jetzt sehen kann. Ich zeig mal kurz. Da. 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 Das sind die Attribute jeweils Beast, Wasser, Kampf, Rusty, das Ding da. Okay. Zwar ist das Bird oder Holy? Ich glaube Holy. Holy moly. Nein, ich glaube es ist Holy, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Hat das gleich nicht gezeigt? Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher. Ah, Vogel. Vogel. Das Ding sieht doch wirklich aus wie ein Vogel, das muss ich sagen. Also, ne? Die Ähnlichkeit ist so verblüffend. Also, ne? So, runter mit uns. Hui, und ja, ne? So blaue Pfeile findet man natürlich überall in der Welt. Und davon ist der Digi-Cake. Yay! Das sieht auch wie ein Kuchen, ne? Ja, yeah, ich habe den Digi-Cake bekommen. Nun werde ich, kann ich es ihm, geben. Ihm? Hallo, für mich ist sie, aber egal. Yeah! Das Dream Team, Kane. Ein neues Gesicht, hä? Ich bin Kane. Ich bin Tomomi. Schön, dich kennenzulernen. Entschuldigung, ich mag die beiden nicht, aber... Oh, schön, euch kennenzulernen. Ah, du hast etwas Schönes bekommen. Würdest du dir etwas ausmachen, wenn ich es kriege? Ich denke, wir sollten wissen, dass du wissen solltest, dass es das Beste ist, zu tun, was wir sagen. War das jetzt gerade Deutsch? Na egal. Warum? Ich hab's als erstes gefunden. Also, wer als erstes mindestens gehört. Halt die Klappe! Alles, was du zu tun hast, ist zuzuhören und zu tun, was ich dir sage. Wow, okay, du bist so cool und so männlich. Warte eine Minute, das ist nicht fair. Ich habe nicht vor, auf euch zu hören. Nun was, Kane? Kane, irgendwie bin ich jetzt deprimiert, dass er so ein Arschloch ist, weil Kane ist für mich eigentlich mal eine gute Person gewesen, aber egal. Wir müssen eben darum kämpfen. Gay, ein mega hier ein Kaputerimon, Ultra-Level und komisches Ding auf anderen hohen Level. Oh, schau sie dir an. Ich werde gegen solche Digimon verlieren. Ha, zu spät. Attacke! Yeah! Oh Gott! Yay! Cyberdramon! Los, Cyberdramon! Ausradierkralle wurde es, glaube ich, übersetzt. Ching, ching. Cool, ich mag Cyberdramon. Bling! Was zum... Das ist nicht gut. Mein. Jungs sollte doch jetzt genug haben. Das ist genug. Oder wollt ihr nochmal gegen mich kämpfen? Kane, wir sollten fliehen. Nur jetzt. Damn, Yuji. Oder Yui? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll. Du wirst dafür bezahlen. Oberzicke geht. Yay. Plupp. Du bist sicher jetzt. Das war knapp. Ja, danke dir, wirklich. Wer bist du? Mein Name ist Yuji. Ich nenne dich jetzt einfach so. Du hast ein wirklich starkes Digimon. Ja, sieht so aus. Es ist ein Ultimate Digimon. Ein Ultimate? Dann ist dein Rang. Ja, ich bin ein Gold-Tamer.
Ein Goldthema? Wow! Ja, und werde ja ganz rot. Danke. Und wer waren diese zwei gerade eben? Böse Thema. die Schwachen aufs Korn nehmen, so gesehen, also. Jeder kennt die beiden, bla bla bla. ich verstehe. Ich fühle mich, irgendwas, ein Mensch zu sein. mach dir keine Sorgen über die beiden. Wir müssen nur stärker werden und müssen sicher gehen, dass wir sie besiegen können. Schöne Einstellung. Bestimmt muss ich nochmal gegen die kämpfen. Ich weiß es nicht, so weit bin ich noch nicht. Ja, du hast recht. Das zu tun ist, ist von Wichtigkeit und muss schnell gemacht werden. Ja, du hast eine Art, ne? Oh, und by the way, wie übersetzt man das nochmal? Ich hab's vergessen. Jitschi? Ja, was ist? Wie kann ich, wie kann ich die Digimon zeigen, dass ich ein guter Thema bin? Lass mich überlegen. Als erstes trainiere sie und mach sie stärker. Wie trainiere ich ein Digimon? Das so bist du doof. Es ist wichtig, dass du Farmguts in deiner Digifarm installierst und ein Training Pen benutzt, so dass du die Digimon verstärken kannst. Ja, bla. Ich denke, das ist der schnellste Weg, dein Digimon stärker zu machen. Danke dir, ich werde mein Bestes geben. Also, hast du schon mal eine Digitation versucht? Wenn dein Digimon dann das Level erhöht wird und dann kannst du sie digitieren lassen, bla bla bla. Das will ich jetzt nicht übersetzen, das ist so Tutorial-like, das brauche ich nicht. Okay, verstanden. Wenn du ein überragender Thema wirst, geh sicher, dass du zurückkommst und gegen mich kämpfst. Natürlich, ne? Best friends ever. Yuji ist ein richtig cooler Junge. Ja, jetzt einmal bitte noch machen und wir sind alle glücklich. Nun, ich sollte zurück in die Digifarm. Wir haben jetzt den Digi-Cake mit Kalumon. Okay, ich glaube, das war's dann für heute schon. Ich mache Pause. Ich beende die Aufnahme. Bis dahin.